Es ist alles bereit für das erste Spiel des ersten FC Nürnberg in der Vorbereitung. In Neumarkt geht es gegen den Drittliga-Absteiger Jan Regensburg. Beim Club stehen mit Rure Gislason, Hanno Behrens, Stefan Kutschke und Kevin Mühwald 4 Neuzugänge in der Startelf. Außerdem stehen mit Philipp Hercher und Patrick Ehras 2 Spieler aus dem eigenen NLZ auf dem Platz. Der Regionalligist Regensburg hat allerdings gleich den besseren Start ins Spiel. Schon nach 11 Minuten steht es 0:1. Torschütz ist der ehemalige Nürnberger Jan George. Danach kommt der Club etwas besser ins Spiel. Rure Gislason auf Philipp Hercher, dessen Schuss allerdings dann doch deutlich vorbei. Der Club spielt sich bei hochsommerlichen Temperaturen einige Tormöglichkeiten heraus, aber ohne Fortune im Abschluss. Die Beine und vielleicht auch die Köpfe wirken nach dem Trainingslager etwas müde. Die beste Chance in Hälfte 1 hat Kevin Möwald per Freistoß. In der Pause ist dann Zeit für Gespräche. Sportvorstand Martin Bader spricht mit den angeschlagenen Spielern. René Weiler schickt unterdessen neue Kräfte aufs Feld. Das Halbzeitfazit nicht zufriedenstellend. Wir haben in erster Halbzeit keine Mittel gefunden, wie wir das Spiel von ihnen unterbinden können. In der zweiten Halbzeit in Phasen besser gemacht, aber sonst war es kein guter Auftritt. Auch kurz nach der Pause hat der Club das Spiel noch nicht besser im Griff. In der 48. Minute das 0:2 erneut durch George. Der Club danach zwar bemüht, immer wieder tauchen die Spieler vor dem Tor der Regensburger auf. Allerdings zunächst ohne zählbaren Erfolg. Per Handelfmeter von Stefan Kutschke gibt es dann zumindest den Anschlusstreffer. Erstmal freue ich mich über das Tor, klar, aber es war alles andere als eine gute Leistung. Wir brauchen es nicht auf das Wetter schieben, wir brauchen es auch nicht auf die schweren Beine schieben vom Trainingslager, weil ich glaube, Regensburg, die haben das richtig gut gemacht. Mehr ist nicht drin. 1:2 unterliegt der Club im ersten Test Jan Regensburg. Ja, klar. Unser Ziel war natürlich, heute hier zu gewinnen, das ist ganz klar. Aber war unser erstes Testspiel, war noch viel Sand im Getriebe. Also ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig und das wissen wir alle und daran haben wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit zu arbeiten. Vielleicht stimmen auch einfach noch nicht die Automismen. Ne? Viele Spieler noch dazugekommen, aber all das ist keine Ausrede, sondern wir hätten uns hier mit einem engagierten Auftritt besser präsentieren müssen. Den Fans ist das nach dem Spiel allerdings egal. Eifrig werden Erinnerungsfotos gemacht und Autogramme von den Spielern geholt.